Und zwar. So. Weil Technikraum. Technikraum kriegt Ziegel. Stein. Teils. Nicht Ziegel. So. Ich glaube, ich mache das mit den Löchern nicht. Ich mache direkt von Anfang an eine Deckenbeleuchtung rein. Bis auf hier. Hier kommt noch das so und dann ist hier nämlich quasi Ende. Und ab hier kommen dann eben die Teils rein. Na? Ab hier kommen die Teils rein. Das bedeutet, das alles muss weg. Das heißt, ich muss auch noch welche von den Dingern hier brennen. Ja, das Plastik, das müssen wir auch noch irgendwann machen. Jetzt ist erstmal wichtiger, dass wir mal ein Set Steine hier irgendwie brennen, weil wir ein paar Teils brauchen. Und das Plastik, das brennen wir dann gleich dann danach. Wir müssen den Raum erstmal vorbereiten, bevor wir nutzen können. Und das wird dann auch ein richtiger Technikraum, nicht so wie der andere da, der Stromtechnikraum, der hier so ein bisschen Showroom ist, der auch schon funktioniert und der das andere Haus ganz wunderbar versorgen kann. Wenn die ganze Stromtechnik auch funktioniert und alles verkabelt ist und die ganzen Transformatoren drin sind und überhaupt und alles und du kennst das Spiel. So, aber wir gehen erstmal wieder hin und lassen oben brennen und bauen hier unten dann schon mal ab. Naja, hier auch, aber wir machen hier jetzt erstmal. Dann können wir den sogar noch eins tiefer machen. Dann haben wir nämlich auch eine Mitte. Also, wie wir es jetzt hatten, hatten wir ja keine Mitte gehabt. In dem Fall. Wenn wir hier jetzt noch eins tiefer gehen, müssen wir gleich mal gucken. Wir fangen dann ja hier an. Das heißt, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Das heißt, hier ist irgendwo die Mitte, ne? Wir haben von jeder Seite 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist die Mitte. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist der Rand. Ja, läuft doch. Das läuft, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ups. Ja gut, da müssen wir jetzt gleich erstmal wieder welche von machen. Wir gehen dann erstmal, wenn man gesagt, hier fängt es an. Das heißt, hier fängt es an. Da fängt es dann auch an. Hier wäre dann zu, oder beziehungsweise, ja, ich glaube, hier machen wir zu. Hier machen wir eine Doppeltür rein oder sowas. Die wir dann ja auch automatisch öffnen und schließen lassen können. Das wird schon sehr cool. Da kann man ja endlich mal ein bisschen was mit Mesokons machen. Ja. So, mit einer Druckplatte und dann gehen die Türen auf. Das wird gut. Das wird gut. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und die Reihe hier, die kommt dann auch weg. Na komm. Regnet es? Lange Phantomregnen. So. Gucke mal hier. Hat sogar noch gereicht. Das heißt, jetzt kommt das hier raus und dann kommt das hier rein. Und dann haben wir Kobalt.
Cobblestone im Quadrat. Schöner wäre, dass wir das, wenn die sich tatsächlich alle irgendwie ja aufteilen würde, je nachdem wie viele man davon setzt und so manuell im Kreis, ist halt irgendwie doof. Dann es gibt Spiele, da muss man diese Kreisbewegung nur einmal machen und auf allen Slots sind gleich viele Blöcke. Warum hat er jetzt gerade nicht 100 geholt? Und das finde ich besser. Aber gut, man kann nicht alles haben. So. Das kann weg. Das kann weg. Die Mittelmarkierung kann auch weg. Da wissen wir ja, wo sie ist. Ja. Das war blöd. So. Ja, komm. Ich lege gerade, wie wir die Deckenbeleuchtung machen. Ich glaube, da nehmen wir erstmal Glowglass für. Das kann man dann nämlich immer noch mal wieder mit was anderem ersetzen. So, ja, Länge ist irrelevant. Na. Ja, geht ja doch ganz schön was drauf an Steinen, ne? Ist schon wieder aufgebraucht. Dumm. Gut, dass wir noch ein bisschen Cobblestone haben. Können wir nämlich noch mal ein paar machen. So, das geht diesmal ein bisschen schneller hier. So. Und es passt genau. Guck mal einer an. Ist das nicht toll? So. Dann ist er nämlich genau aufgebraucht. Beziehungsweise fast genau aufgebraucht, aber die machen wir auch noch. Machen wir auch noch gleich. Wenn ich wieder ein bisschen Cobblestone habe. Den ich hier unten nicht mehr kriegen werde. Na gut. Dann ist das wohl so. Dann ist das wohl so. Ja. Und hier auch noch zu. So. Zack, zack. Und die nächsten 100. So. Und dann ziehen wir hier eine Reihe ganz, ganz wertvolle Erde rein. Das machen wir hier auch. Man will ja nichts verschwenden. Außer natürlich den Stone Tiles. Zack. Also hier außen an der Wand kommt natürlich irgendwie keine Lampe hin, das ist klar. So ein Käse. Guck mal hier, dann haben wir nämlich hier unseren kleinen kuscheligen Technikraum. Das heißt, wir haben hier eine Mitte. Hier fangen wir mit den Lampen an, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und zwei vom Rand, nicht wahr? Zwei vom Rand. Ich habe mich hier, glaube ich, irgendwo verzählt. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann passt es nicht mehr mit dem Rand. Och nee, Junge, och nee. Machen wir größer, ne? Alles wieder ab. Naja, fast alles. So, 1, 2, 3, 4,
Lampe. Und dann zwei zur Wand. Es wird doch ein größeres Unterfangen, diesen Kellerraum hier zu bauen. Dafür kommt auch ein bisschen was an Technik rein. Ich könnte die Technik auch sehr, sehr kompakt bauen. Das geht auch, aber ich würde sie wahrscheinlich eher hier so ein bisschen ausbreiten einfach mal. Das hat eh noch alles Zeit, wie gesagt, also bis das soweit ist alles. Das wird noch eine Weile dauern. Aber irgendwann wird es fertig sein. Und dann werde ich sagen, ha, ich hab's euch immer gesagt. Und ihr werdet sagen, oh nein, das ist so großartig. Und ich werde sagen, jawohl, ich hab's alleine gebaut. Und ihr werdet sagen, oh mein Gott, ist das toll, ich muss mir an den Kopf fassen. Dann werde ich sagen, ja, fasst euch an den Kopf, ihr habt es nicht anders verdient. Es ergibt keinen Sinn. So, haben wir den Kram hier gleich weg und dann ist die Hacke auch schon wieder weg. Und hier ist schon wieder so finster. Es nervt, dass das so dunkel ist. Gut, andererseits ist es auch hell draußen. Und YouTube macht es eh nochmal dunkler. Von daher ist das, glaube ich, schon okay. Nein, so. Gut, 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 gut. Dann haben wir nämlich hier gleich bis zum Rand durch. Ja. Oh, guck mal, hier 1, 2 und hier ist die Wand. Hier ist die, genau, hier ist sie zu Ende. Hier ist sie zu Ende, so. Wie tief sind wir denn eigentlich? Guck mal hier, wir sind bei... nicht mal null. Keller. Jetzt auch oberirdisch. Naja, was heißt oberirdisch? Ne? Also wir sind schon ziemlich weit unten jetzt inzwischen im Vergleich zu dem anderen, aber wir haben auch irgendwie auf so einem Hügel ja angefangen und von daher passt das dann schon. Da kriegen wir wieder ein bisschen wertvolle Erde. Dazu. Zu. Loch auch zu. Und eigentlich können wir hier die Kohle noch mitnehmen, oder? Ja, jetzt ist gut hier. Na. So. Ja, den Boden machen wir auch aus dem, oder? Wie in dem anderen Technikraum. Da halten wir uns einfach dran, was wir an dem anderen auch gebaut haben. Wobei ich hier natürlich auch noch irgendwie so cool irgendwie die Wände ausbeulen kann, oder? Wollen wir das auch noch machen hier? Das nimmt uns halt nach oben so ein bisschen Platz weg, weil die Ausbeulung, die würde halt hier reingehen, dann geht sie hier hoch und dann geht sie hier wieder raus und hier oben geht sie weiter. Mit der Tür müssen wir uns auch noch was überlegen da.
Nee, wir machen sie erstmal zu. Wir machen sie erstmal zu. Ich will den Raum jetzt erstmal fertig kriegen. Dass wir uns dann gleich wieder um andere Dinge kümmern können. Jo, dann haben wir noch 100. Das reicht hoffentlich dann so ein bisschen die Umrandung schon mal zu bauen. Ach, guck mal, hier kann man auch noch eben kurz wieder machen. Hingesetzt. So, mit den Lampen. Die werden natürlich irgendwann später mal durch Meselamps ersetzt. Jetzt übergangsweise machen wir sie mit Glowglass. Und zwar machen wir zwei vom Rand. Das ist hier 1, 2. Das ist hier. So, und das machen wir an der Decke dann quer als Beleuchtung. Das heißt, wir machen die Decke hier zu. Und wir können auf jeden Fall überall einen Rand ziehen. Ja, weil es ja überall mindestens zwei vom Rand entfernt ist. Oh, ich bin auch gleich vom Rand entfernt. So. Und, na komm. Wenn das dann dran ist hier oben, wenn man es dann ordentlich macht, geht das auch. Dann haben wir, glaube ich, relativ einfaches Spiel. 1, 2, 3, 4. Hier. Hier. Also es ist immer eine und dann sind immer... Zwei. Ja, hier einer, zwei. Einer, zwei. Einer. So. Und die Zweier sind immer ausgefüllt. Na gut. Ups. Jetzt aber doch nervig hier. Und es reicht natürlich wieder vorne und hinten nicht. Weil jetzt ist wieder Ende. Ja, die sind auf jeden Fall schon mal gebrannt. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Brennmaterial. Gucken wir mal, wie weit man mit 100 von den Laubblöcken hier kommt. Nein, hier unten rein. 100 Laubblöcke, 100 Cobblestone, go! Ja, ich glaube, die Laubblöcke. Ah, knapp 2 für 100. Ne? Das heißt, wir brauchen 200 Laubblöcke für 100 Cobblestone. Ungefähr. So, währenddessen kann ich eigentlich nichts weiter machen, als hier irgendwie das Inventar zu sortieren, zumindest mal. Wir können mal ein bisschen Zeug nach unten schmeißen. In die gute Kobbelkiste schon mal ein bisschen was reintun hier. Das Ding. Ja. Ja, sind mehr als... Das ist komisch. die Schilde können eigentlich mal in den Müll. Wir machen hier mal eine Müllhalde auf. Da wird jetzt einfach alles entsorgt, was wir nicht mehr brauchen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg.
Ja, komm, scheißegal. Scheißegal. Auch egal. Auch egal. Das sind alles Dinge, die kann man eh wieder nachbauen. Die haben so einen geringen Wert. Die kommen einfach in die Kiste. So, beziehungsweise in die Tonne. Ja, komm, scheißegal. Scheißegal, Junge, scheißegal. Zack, zack, zack. Alles wertvolle Sachen, die man immer mal wieder gebrauchen kann, aber in dem Fall scheißegal, Junge. Schmeiß es weg, Junge, schmeiß es weg. Die Tomate, die gönne ich mir einfach mal. Nom, 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 nom. So, Kohle. Hätten wir ja doch noch welche. Sehr gut. Holzleiter. Ach komm, scheißegal, scheißegal. Hatte ich nicht neulich noch Zaun gewollt? Ja, da ist begrenzt. Connected der? Nein, ne? Doch, der connected. So, guck mal, hier ist auch begrenzt. Ja. Hier können wir eigentlich auch begrenzen. Hier müsste dann noch ein Baumstamm ran. Oh. Lalala, hier kann man sich durchschlängeln. Hier ist zu. Hier ist halt relativ offen, aber hier kann man natürlich auch dieses Ding so ein bisschen absperren. Ah, und dann geht's dann hier dann eben in den Wald. Oh, dass man so ein bisschen Orientierung hat, wo man laufen kann. Ne? Hier. So. Hier. Hier, hier, hier. Komm, hier kann man auch in den Wald sich verirren. Man soll sich ja nicht verlaufen. Gehört. So. Gut, dann lassen wir den Zaun auf jeden Fall nochmal da, denn den braucht man ja immer mal. Guck mal, die hier, die lassen wir auch mal da. Hier können wir Glowglass draus machen. Aber wenn schon, dann das Richtige. So. Und dann können wir die nämlich schon mal mitnehmen. Und dann nehmen wir unseren Cobblestone, den wir gerade weggelegt haben, einfach wieder raus aus der Kiste. Machen hier einmal das Ding rein. So, und dann haben wir hier in der Mitte das Ding rein. Und dann haben wir nämlich hier ganz viele von den Dingern wieder. So, vier Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß, oben in dem Brennofen sind noch mehr, aber so passt das erstmal. Nö, drei Globals. Läuft bei dir. 1, 2, 3. Wow, oder wir machen 2, 2. Oder wir machen 3, 3. Oder wir machen 2, 2. Ich glaube, 2, 2 reicht auch, ne? Ja, wir machen 2, 2, das reicht auch. Und, der Rest kommt dann entsprechend zu. So. Jetzt rächt sich, dass wir in der Mitte haben. Es sieht schon merkwürdig aus mit dem Rand hier, ne? Kann man auch 3-3 machen. Wir machen es erstmal wie vorgesehen.
halte ich mal weg, die Blöcke. So. Ups. Wieso habe ich da eigentlich einen reingesetzt? Das war auch soweit alles fertig. Nochmal, ich habe jetzt auch hier auch reingesetzt. Warum tue ich solchen Schwachsinn? Und wieso ist das hier falsch? Ich drehe schon wieder durch, Junge! So, zwei vom Rand. Vier. 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 Ich habe die eins zu weit reingebaut. Ich bin ja auch toll. Habt ihr bestimmt längst gesehen. Habt schon den Monitor angebrüllt, was der Idiot da wieder für eine Scheiße baut. Und wisst ihr was? Völlig zu Recht. Ja, 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 ja. So. Upsala, dann ist das wieder dunkel. Wie in deinem Kopf, Junge, da ist das auch dunkel. Genau. So. Kann ja wertvollen Cobblestone, wertvolle Erde dann reinschmeißen. Sind ja Materialien, von denen wir generell immer zu wenig haben. Wie von Fackeln, wollte ich gerade sagen, aber Fackeln haben wir noch. Muss ich denn jetzt hier zumachen? Hier muss ich zumachen, nicht wahr? Wenn ich hier zumache, dann haben wir nämlich zwei vom Rand. So muss das laufen. Und die Fackel, die... Ups! Die Fackel, die wandert einfach mal eins nach vorne. So. Und hier auch zu. So. Und jetzt bin ich auch nicht mehr verwirrt. Jetzt ist nämlich hier überall vom Rand 2 Abstand. Ja. Und hier unten die Ding, das Ding kann dann auch weg. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Glowglass, damit das dann da nicht allzu finster ist. Und ich glaube, die Kaktusfarm, das bleibt hier so, ne? Da verändert sich, glaube ich, nichts mehr. Sand und Glas. Yay! Wir nehmen mal ein bisschen Sand mit rüber. Max, endlich! Oh ja, hier die Baumgrenze, die wird so langsam, ne? Noch kommt man durch. Ja, hier ist auch schon gewachsen, bis auf den, aber ich glaube, der wächst auch nicht hier unter, wenn der hier so dunkel ist. Aber der Rest ist auf jeden Fall schon mal gut hochgekommen. Das sieht doch schön aus. Da geht's auch langsam durch, dichter hier. Hm? Auch schon gewachsen. Da muss natürlich nochmal durchgehen. Die ganzen, die jetzt noch drin sind und die im Dunkeln sind, die wachsen natürlich nie. Aber das alles hier wird noch einiges an Arbeit kosten. Hier kann man sich auch noch durchschlängeln. Ah, schon sind wir wieder auf dem Weg. Na, wir lassen es jetzt erstmal. So. Müllabladefläche zu. So. Habe ich keinen Cobblestone mehr, ne? Na, ja, ein bisschen noch. Ich wollte das... Kommst du mit? Wollte ja das Glas reinschmeißen. Den Sand reinschmeißen.
Hat doch super gereicht. So, wenn der Sand dann gleich gebrannt ist, machen wir dann natürlich irgendwie Glas draus. Und dann machen wir Super Glow Glass draus. Und dann passt das dann schon. So. Können wir hier schon mal ein bisschen anfangen. Können die Fackeln nämlich raus.